Hello, my lovely cyber friends, and welcome back to a new video of mine. Ich bin, wie ihr alle mitgekriegt habt, in Irland gelandet. Da habe ich damals, so vor einer Woche circa, das Video hochgeladen mit Abflug und Ankunft. Und ja, jetzt bin ich schon fast eine Woche hier. Und die Woche ist einfach super, super schnell vergangen. Und ich gebe euch jetzt ein paar Einblicke, was in dieser Woche so passiert ist. Also ja, eben angekommen bin ich am Dienstag. Da ist mir dann auch schon das erste Missgeschick passiert, weil wir haben Rechtsverkehr in Österreich und ich glaube auch überall anders. Und die hier haben Linksverkehr. Und die Fahrerkabine ist also auch auf der anderen Seite und ich habe daran nicht gedacht und wollte einfach in die Fahrerkabine einsteigen. Juhu. Ja, okay, auf jeden Fall hat mich meine Host-Mom mit meiner Kleinen abgeholt und sie hat am Anfang nicht mit mir geredet, einfach weil sie sehr schüchtern ist. Und jetzt am zweiten Tag jetzt hat sie mich dann auch schon gleich umarmt und alles. Mein Großer hat mich ziemlich schnell umarmt, also der ich bin gekommen und der war sehr froh drüber, der hat mich dann auch gleich umarmt, auch mein Kleiner. Und ja, das ist so, am ersten Tag gab es dann eigentlich noch Dinner. Es gab Chicken und Kartoffeln, also wenn es wen nicht überrascht, es gab Hähnchen und Kartoffeln. Und ich bin dann auch schon ziemlich früh ins Bett gegangen, einfach weil ich hundemüde war. Am nächsten Tag habe ich ausschlafen dürfen. Okay, für mich ist Ausschlafen in der Zwischenzeit um 8 Uhr früh aufstehen. Juhu. Und ja, dann haben sie ihm Frühstück gegeben, dann habe ich ein bisschen mit den Kindern gespielt, dann haben sie mir ein bisschen die Stadt gezeigt, so Lucan und ja, wir waren auch im Phoenix Park, das heißt, wir waren direkt in Dublin, also im City Center. Also ich wohne ja selber auch in Dublin, nur halt im Außenbezirk von Dublin. Das ist halt wie, wenn du hier Wien hernimmst, es gibt den ersten Bezirk, es gibt den 10. Bezirk, die sind halt dann alle immer weiter außen. Und ja, da wurde mir halt also Lucan City gezeigt, also das Village und auch in Dublin City. Also wir waren nur im Phoenix Park, das ist ein riesengroßer Park. Ja, dann am Nachmittag, als ich frei hatte, bin ich dann zu Fuß zum Einkaufszentrum hier gegangen, weil ich Angst hatte, den Bus zu nehmen. Mit dem Bus brauche ich nämlich nur 5 Minuten oder so dorthin oder 10. Ich bin die halbe Stunde zu Fuß gegangen zu Starbucks und habe das erste Mal Starbucks in Irland getrunken. Und ich hatte einen Salted Caramel Coffee. Ah, nicht Kaffee, sondern Brownie. Und es war sehr interessant, weil ich wollte schon länger dieses Salted Caramel ausprobieren. Und jetzt habe ich das gut. Und es war echt gut. Und ich trinke auch hier in der Zwischenzeit meinen Tee mit Milch. Also mein Cherry Tea, den ich mitgebracht habe, wie mein Kleiner liebevoll nennt. Also sagen wir noch, I have Cherry Tea, der liebt den total. Den trinke ich normalerweise, diesen Schwarztee, den die hier haben, den trinke ich sogar mit Milch. Der schmeckt wirklich gut mit Milch. Also ich hätte mir das irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, und dann meine Hauptaufgabe hier besteht darin, übrigens Essen zu machen und mit den Kindern zu spielen, logischerweise, aber irgendwie 90% davon ist Essen. Die essen hier so viel und echt wirklich oft. Also, es gibt in der Früh Breakfast, ganz normal. Dann gibt es zwischendurch wahrscheinlich meistens einen Snack, vielleicht sogar noch einen zweiten, also so ein Slide of Bread oder something like that. Und dann gibt es Lunch. Und Lunch besteht halt aus Leftovers vom Vortag. Wir haben einmal so Chicken Wraps gemacht, weil es auch eben am ersten Tag Chicken gab. Oder eben normale Wraps mit Thunfisch und Mais und sowas halt. Also, das variiert dann ein bisschen, aber meistens gibt es Brot oder Wraps. Oder Sandwiches, jetzt auch einmal jetzt schon gegeben, so warme Sandwiches, so wie Toast. Nur die nennen das halt hier nicht Toast, sondern Sandwich. Und wir essen das halt für Lunch. Ohne Ketchup. Und ja. Manchmal mache ich auch selber dann so vor Lunch eine meiner Instant Soups. Ich habe so ein bisschen österreichische Küche mitgebracht mit Schinken und Kaiserschmarrn und diversen Suppen. Und mein Kleiner liebt diese Suppen wirklich. Ja, er wollte unbedingt eine probieren, als er gesehen hat, dass ich die ausgepackt habe. Er hat gesagt, okay, ja, ich mach die und hab den Grießnockerlsuppe gemacht. Und einfach dann, nimm nur einen Löffel, nur von der Suppe, nicht von der Grießnockerl, sondern stinknormale Rindsuppe. I love it! Ich schon die Kleine habe, die das ein bisschen komisch gemustert hat. Ich sag, okay. Und sie so, ja, ja. Und ich so, have you tasted? Und sie so, no, I'm afraid. Und ich so, ja, ist es. Und sie fängt an, sie isst es einfach so, that's great. Und dann mögen sie die ganze Zeit mein österreichisches Essen hier haben. Great job, they like Austrian food. Ja, und dann gibt es halt eben, dann gibt es meistens Lunch. Und nach Lunch gibt es dann noch Snacks. Und zwar sehr, sehr oft. Weil da gibt es Porridge ab und zu oder eben wieder Bread oder einen anderen Wrap.
oder stuff like this, fruits. Und dann gibt es immer, es ist dann schon Dinner, 5 Snacks später. Und Dinner macht dann immer der Hostess. Also da gab es einmal schon mexikanisch, da haben wir so Nachos gehabt und er hat da eben dieses mexikanische whatever draufgegeben und Käse und zusammen mit Ofen gegeben und es gab Tortillas dazu. Hatte ich nämlich gestern verlunch, die Leftovers davon, da habe ich mir nämlich einfach dieses Stuff von den Nachos-Dings und mit Browned Beef und something like that eingerollt in einen Wrap und mit Sour Cream Sauce und habe das in die Mikrowelle gepackt. Dann haben meine Kinder Thunfisch-Wraps hatten. Bis auf die Kleine, die mag keinen Thunfisch, da habe ich nämlich dann einen Schinken-Käse-Wrap gemacht. Und ich habe halt einen Burrito gegessen, damit die Leftovers einfach wegkommen. Und ja, gestern gab es irgendwas mit Sojasauce, also Chicken mit Sojasauce und Gemüse und Reis. Ah, war ganz gut. Muss ich schon sagen. Und ja, heute, es gibt jeden Tag zum Frühstück Porridge. Sehr gut, muss ich schon sagen. Es gab heute zum Mittag. Heute zum Mittag hatte ich so ein Slice of Bread mit Cheese und Ham. Ganz great. Also, ich mag's. Es geht schnell und einmal war ich bis jetzt das Auswärtsessen und da habe ich, nein, gestern auch gestern bin ich bei Mackie, weil ich war am Abend lange weg. Einmal war ich so Chicken Nuggets und Pommes essen und gestern war ich eben bei Mackie und da habe ich gegessen, also ich wollte, also ja, da habe ich Chicken Nuggets und so gegessen wieder. Irgendwie habe ich es voll mit Chicken Nuggets. Und ich stehe so an der Kasse, das war so, ich habe meinen Bus und ich verpasst den letzten, der letzte Bus von Dublin fährt um 11:30 und ich habe dann die Nightline nehmen müssen, habe die Nightline Station nicht gefunden und bin da rumgeirrt und ich bin 2 Minuten nach 12 auf dieser Nightline Station gewesen und der Bus ist davon gefahren, der Bus fährt nämlich nur stündlich in der Nightline und dann habe ich gedacht, egal, ich habe eine Stunde Zeit, egal, ich gehe zu Mackie, ich habe eh Hunger, ich habe eh Durst und ich habe vergessen, dass die ja hier nicht Pommes, sondern Chips sagen, weil bei denen sind halt Pommes Chips und unsere Chips sind bei denen hier Crisps, so, das ist ein bisschen mein Blow. Und ich stehe an der Kasse, ja, ich hätte bitte gern statt Pommes Curly Fries, also can I have Curly Fries instead of Pommes? Und er schaut mich an und ich so, ja, I don't wanna have Pommes, I wanna have Curly Fries, is it okay? Er schaut, er hat das nicht überrissen, bis ich das selber überrissen habe, ach hoppala, can I have instead of Chips Roll Fries, so weil die heißen hier Roll Fries und nicht Curly Fries. Und dann hat er auch überrissen, was ich endlich wollte, nachdem ich ihm da glaube ich 5 Minuten lang irgendwas von Pommes erzählt habe und der keine Ahnung hat, was Pommes sind. Ja, und heute gehe ich wieder in die Stadt, also nach dem City Center und werde ein bisschen vielleicht einkaufen gehen. Vielleicht mache ich dann so ein Shopping Haul, was ich gekauft habe. Jetzt habe ich sogar schon was eingekauft, nämlich 2 Caps, einfach weil sie süß sind und sie haben 100 Euro gekostet. Einmal Kiss Me im Irish und einmal Irish Princess. Sind einfach voll süß und sie können leuchten, aber man sieht es halt leider gerade nicht, weil es einfach hell draußen ist, aber hier ist halt der Button. Ganz süß. Und ja, das war irgendwie so meine erste Woche. Die Kinder sind noch in den Ferien. Übernächste Woche, glaube ich, fangen sie wieder mit der Schule an. Das heißt, da wird dann auch eine Routine anfangen. Vielleicht mache ich noch eine One Day in My Life Edition Holidays und dann School, so normal. Ich muss halt noch meine Hausmama fragen, ob es okay ist, wenn ich die Gesichter der Kinder zeige zur Zeit. Wenn ich sie irgendwie habe, verdecke ich sie immer mit Stickers oder something like that. Und kurz rausschauen, ob es meinem Kind eh gut geht. Habe eigentlich heute frei, aber trotzdem ist das ein bisschen besorgt. Das ist, glaube ich, so normal. Und ja, das war meine erste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde euch vielleicht demnächst auch eine Roomtour geben. Also mein Zimmer hier. Man sieht jetzt gerade nur das Bett. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir noch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche speziellen Videowünsche habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, was ich hier auf jeden Fall filmen soll und festhalten soll. Und ja, wenn ihr jetzt hier oben klickt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Und ja, da kommt ihr zu meinem letzten Video. Und ich werde euch jetzt auch kurz zeigen, wie es außerhalb von meinem Fenster aussieht. Also, das ist nämlich voll süß hier. So, ciao!